By the way, meine Freunde, ganz kurz wichtige Ansage. Wenn ihr dieses Video seht, ich bin gleich schon live. Um 18 Uhr schauen wir uns nochmal ganz kurz was an, denn es gibt ein kleines Event hier im Stream-Event, was wir uns reinziehen. Es wird nämlich geheiratet oder sowas. Keine Ahnung, was abgeht, Alter. Ich würde mir sagen, wir ziehen uns das einfach mal rein. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Okay, ich bin gerade maximal verwirrt. Ihr merkt es wahrscheinlich selber, Leute. Ich hätte mit allem gerechnet, nur nicht damit. Moment, Achtung. Ganz wichtig. War viel zu kurz, der Trommelwirbel. Moment, ich brauche einen anderen. Heute, meine lieben Freunde. Mal nochmal kurz epische Musik dazu an, ja? Moment. Achtung. Meine Freunde, heute erwartet euch was ganz, ganz Großes. Heute haben wir ein Projekt, was endlich mal länger dauert als nur einen gottverdammten Tag. Heute, meine Freunde... Alter, wie lange dauert dieser Trommelwirbel? Heute, meine Freunde, ist es endlich soweit. Wir werden uns gemeinsam anschauen, wie die völlige Anarchie in Minecraft aussieht, meine Freunde. Anarchie bedeutet keine Regeln. Keine Regeln, keine Gesetze, keine Normen. Es geht nur darum, sich maximal frei zu entfalten. Und wir werden heute 100 Spieler auf die große Probe stellen, meine Freunde. Ob sie es schaffen werden. Perfekt. Arschgeil. Super, habe ich gut anmoderiert, oder? Kann man machen. Sympathisch. Man kann schon unterhalten. So, Leute, meine Freunde. Ich werde jetzt wieder Leute whitelisten. Ich fange wieder mit Subs an der Stelle. Aus euch im Prime, wenn ihr Bock habt. Könnt ihr gerne gewhitelistet werden. Ich möchte jetzt hier ganz kurz mal erklären, was hier abgeht. Ja, ihr seht ja hier, wenn ich hier whiteliste. Ihr werdet hier die Möglichkeit haben, meine Freunde, euch auf 1000x1000 Blöcken. 1000x1000 Blöcke ist momentan die Welt groß. So groß hatten wir eine Welt noch nie. Das hat auch einen Grund. 500x500. Ich entschuldige mich vielfach. Die Welt ist 500x500 Blöcke groß. So groß hatten wir eine Welt selten noch nicht. Der Knackpunkt an der ganzen Sache ist, dass dieses Experiment über mehrere Tage laufen wird. Ich nehme an, 5 Tage, meine Freunde, wird dieser Anarchie-Server jetzt hier laufen. Es ist alles erlaubt. Und mit alles meine ich wirklich alles. Wenn ihr der Meinung seid, hier komplett durchzudrehen, macht es. Ja? Ein Knackpunkt hat die ganze Sache, meine Freunde. Der Server wird jeden Tag um 250 Blöcke, beziehungsweise sogar um 500 Blöcke erweitert werden. Oh, nice. Hier ein Pillager Outpost. Da kann man sicherlich ganz gut eine Farm bauen. Just saying. Der Server wird jeden Tag 500 Blöcke hinzugefügt bekommen. Das heißt, die Welt wird immer und immer größer. Ab einem gewissen Tag wird sogar der Nether freigeschaltet werden, okay? Das Besondere daran ist, meine Freunde, ich möchte jetzt hier wirklich faire Fraktionen sehen. Ich möchte jetzt nicht wieder, dass Team Bambus hier alles dominiert, sonst muss ich Team Bambus wirklich das nächste Mal von den Events ausschließen. Ich möchte, dass sich hier verschiedene Fraktionen bilden und ein riesiger War entstehen wird, okay? Okay. Okay, Südost, du willst 1 gegen 1? Können wir machen. Hier, bitteschön, hab gewonnen. Es soll hier einen riesigen Krieg geben, meine Freunde. Streamevent.revinza.tv. Ihr wisst Bescheid. Das heißt, der Server und die Welt wird immer, immer größer. Team Bambus, ihr habt meine Ansage gehört, ja? Team Zuckerrohr ebenso. Versucht mal, 3, 4 Fraktionen zu bilden, die sich dann später wirklich extrem bekriegen. Und ich möchte das alles hier später nacherzählt bekommen von jemandem, ja? Das Besondere daran ist, wie gesagt, dass der Server jetzt über 5 Tage lang komplette Anarchie hat. Ihr könnt hier wirklich machen, was ihr wollt. Flamet mir nicht zu, wenn ihr gehackt werden sollte, meine Freunde. Das ist das dann eure Sache. Von mir aus könnt ihr hier mit Hack-Clients machen, was ihr wollt. I don't care. Wenn ihr der Meinung seid, das ist der richtige Ansatz, dann macht das gerne. Griefen ist erlaubt, Spawn-Trappen ist erlaubt, Töten ist erlaubt. Hier gibt es keine Regeln, okay? 100 Leute, eigentlich können wir sogar mehr Leute hier drauf machen, oder? Theoretisch, ja. Ey Leute, wir gehen auf 200 auf die Whitelist. What? Nee, es ist so. Bin ich ehrlich. Da hat schon wieder irgendeine Dombebano reingeschrieben. Sollten wir whitelisten, Dombebano gehört irgendwo dazu, es ist... Ich sag ja, der gehört zum Inventar mittlerweile. Ich fände es sogar richtig geil, so einen Server dauerhaft laufen zu lassen, meine Freunde. Einfach, was haltet ihr davon, Chat? Jetzt mal ganz kurz. Haltet ihr das für eine gute Idee, wenn ich hingehe und einen kompletten Server mache, der wirklich... Ja moin, alles klar, hier hackt schon der erste rum. Echt jetzt? Tschüss. Jo, ist mir gerade entgegengeflogen. Ja, Bro, du sollst jetzt noch nicht hacken. Später kannst du gerne machen, du Bot, aber jetzt noch nicht, Alter. Entspann dich mal. Komm mal runter. Sollte hier jemand hacken, wie gesagt? I don't care, Alter. Es ist ein Anarchie-Server. Donald Trump ist auf der Whitelist. Der Ehrenbruder. Er hat's verdient. Er wird erstmal eine Mauer bauen. Ja, was, wenn die X-Ray benutzt, um Bases zu finden? Dann ist das so. Ne? Also irgendwer wird sich irgendwie sicherlich verteidigen zu wissen. 222 Leute auf der Whitelist. Wo haben die hier? Dirt her? What the f***?
Wahrscheinlich hergehackt. Die ersten fliegen doch hier schon rum. Dann werden die schon mal gebannt. Es wird jetzt noch nicht gehackt. Es wird jetzt gleich gehackt. So, okay. Starten den Server neu und dann können wir anfangen. So, Leute. 150 Leute, die machen können, was sie wollen. A.k.a. maybe 150 Hacker. Schauen wir mal. Okay, Leute. Ich würde sagen, das Stream-Event. Komplette Anarchie. Für 5 Tage startet in 3, 2, 1. Let's go. Auf geht's. Und lauft, Alter. Ich werde euch nicht healen. Es geht los. Verteilt euch auf der Map, denkt dran, ihr könnt machen, was ihr wollt hier, ne? Bis dato sieht hier noch alles relativ clean aus, ne? Keiner, der hier fliegen ist oder sowas. Ah doch, er hier ist schon dabei. Ja, Lukic HD auf jeden Fall schon am Cheaten hier, Alter. Ja, Digga, er ist am Fliegen, Alter. Er ist am Fliegen, Junge. Er weiß, wie es läuft. Wie gesagt, es ist nicht verboten zu hacken, Leute. Ich möchte das nur mal wiederholen, ne? 5 Tage mit Hacken, 150 Spieler, keine Regeln, Leute. Macht was draus, ja? Okay, hier sehen wir auf jeden Fall schon ein ganzes Team, Leute, was hier zusammengetan hat. Das sind doch wieder gemeinsam. Die üblichen Verdächtigen, oder? Alle wieder mit den Stormtrooper-Skins hier. Okay, die wissen auf jeden Fall, was abgeht, Alter. Das sind wieder die gleichen Verdächtigen wie immer. Command Master hier auf jeden Fall auch am Cheaten schon. Man sieht ihn. Er ist gerade geflogen. Ey, Leute, wie gesagt, macht, was ihr wollt, solange der Server nicht ballert. Baue Fraktionen, wer will rein? Und genauso funktioniert das, Leute. Baut euch verschiedenste Fraktionen auf und beginnt den Grind untereinander zu spüren. Sonst lübt das hier nicht. Ich würde sagen, meine Freunde, ich lasse es jetzt mal ein bisschen idlen und laufen und gehe an der Stelle mal weiter. Schauen wir jetzt mal rein, was das erste Mal hier auf dem Community-Server passiert ist, meine Freunde. 150 Leute, komplette Anarchie, Hacken erlaubt, Scheiße bauen erlaubt, Griefen erlaubt, alles erlaubt. Wir gucken mal ganz kurz rein. Let's go. Okay, ich sehe hier auf jeden Fall eine angefangene Base, die womöglich gegrieft worden ist. Hier oben hat sich tatsächlich eine Stadt etabliert. Er baut hier direkt aus Obsidian, Alter. Hier baut eine Stadt. Wir sind friedlich. Okay, nice. Hier hat sich auf jeden Fall eine Fraktion gebildet von ein paar Leuten. Die auch zum Teil schon... Oh. Haben wir gerade einen Mord mitbekommen, Leute? Was war da los? Also, das war jetzt so nicht geplant, tatsächlich. Also, okay, gut. Was haben wir hier? Grüße an meine Mama und Bacardi. Creator Code Revinside. Gottverdammter Ehrenmann. Digga. Roby Eat, Alter. Creator Code Revinside, meine Freunde. Coach Revinside, ihr wisst Bescheid. Roby Eat, Digga. Ehrenbruder. Hier? Einfach, oh mein Gott, das ist komplett gegrieft worden, dieses Haus. Ich sehe es gerade schon. Oh, nein, Alter. Das ist komplett abgefackelt worden. Lol, what the fuck? Lol, Digga. Lol, Alter. Wie sie alle hier am Hacken sind, die Missgeburten. Fliegt mal ruhig alle hoch, Mann. Fliegt mal ruhig alle hoch. Komm, zeigt mal, wie ihr schön hacken könnt. Ja, toll. Ganz tolle Nummer. Ja, super hier. Guck mal. Tolles Ding, Alter. Ganz tolles Ding. Ja, toll. Das ist ein schönes Screenshot für mein Thumbnail, Alter. Lol, Alter. Digga, nein, Alter. Komplett gegrieft worden hier, das Haus, leider Gottes. Oh mein Gott, hier ist ja richtig viel gegrieft worden, Alter. Ja, guck mal hier, Digga. Hier ist alles gesprengt worden, wa? Oh mein Gott, okay. Aber die bauen sich auf jeden Fall was Krasses auf. Dann haben wir hier, glaube ich, ist das hier der Spawn? Oh nein, Alter. Nein. Doch. Die haben mir so ein Labyrinth gebaut. Aber man kommt hier raus. Man kann hier raus. Okay, hier ist auf jeden Fall wieder viel passiert. Also hier ist auf jeden Fall wieder ein Lava-Castle standen. Dann hat hier vorne irgendein Psycho den Wald angezündet. What the actual f*** going on? Hier baut jemand eine ganz nice Festung. Die ist auch noch nicht gegrieft worden. Hier haben wir auch jemanden, der was gebaut hat. Kirche des Friedens. Okay, also scheinbar haben sich hier doch alle auf den Frieden verständigt. Oder wie ist das, Leute? Ein paar Leute werden hier wahrscheinlich griefen. Das geht nicht anders. Oh, okay. Hier entsteht auch nochmal was Krasses. Ist das hier Teil von Team Bambus? Ich nehme an schon, oder? Wir haben Akani. Wo ist Akani? Oh mein Gott, lol. Lol, Alter. Hä, das ist ja wirklich Akani. Wie geil. Wie süß, Alter. Wie geil. Wie nice. Die haben einfach meinen Hund hier dazugepackt. Ehre, Alter. Okay, die haben auf jeden Fall eine krasse Base hier schon mal gebaut. Guck mal, was wir hier in der Ecke noch haben. Hier hat sich auch jemand eine krasse Base aufgebaut. Das ist der Lux mit Don Balbano. Darfst du hier rein, Don Balbano? Leute, was ist Don Balbanos Plan heute und hier? Ich hab keine Ahnung, ey. Ich glaube, die werden die töten, oder? Wie sie alle am Cheaten sind, die Ehrenmänner, Alter. Okay, das heißt, hier haben wir auf jeden Fall nochmal eine zweite Fraktion, die sich hier gerade aufbaut. Nicht verkehrt, Leute, nicht verkehrt. Also, okay, wir haben auf jeden Fall schon mal drei große Fraktionen, die wir sehen können. Okay, wir gehen mal ganz unter Tage gucken, was sich hier noch so unter der Erde verbirgt. Wird sich auch sicherlich die ein oder andere Base geben. Hier auf jeden Fall auch jemand mit einer Base angefangen, okay. Ansonsten sehe ich hier erstmal nicht so viel. Aber bis dato, Leute, also Tag 1, sieht bis jetzt echt stabil aus. Okay, dann würde ich sagen, Leute, fügen wir doch einfach mal 250 Blöcke bei der World Border hinzu. /World Border at 250 Blöcke, meine Freunde. In 3, 2, 1, boom. 250 Blöcke mehr in jede Richtung, meine Freunde. Das heißt insgesamt 1000 Blöcke mehr als zuvor. Oh lol, was haben die denn hier, die Jungs?
Ah ja, die sind ja komplett am Tryharden hier, Alter. Ehre, Alter. Team Zuckerrohr. Team Zuckerrohr auf jeden Fall. Okay, eine vierte Fraktion. Was haben wir hier drin? Alter, Protection Frost. OP-Geschichten hier, ne? Team Zuckerrohr, insane. Oh mein Gott, das ist gerade gegrieft worden. Es ist gerade gegrieft worden, Leute, das Iglo. Scheiße, Alter. Hi, Revi. Zweite Base wurde von Romeox gegrieft, aber jetzt haben wir aufgegeben und mit Hagrid's neue Base aufgebaut. Ehrenmann, Digga. Romeox, Alter. Bist du also am Griefen? Okay. Die haben sich auf jeden Fall hier eine nette Base gebaut, die Ehrenbrüder. Also, halten wir mal fest, meine Freunde. Wir haben bis jetzt drei großartige Fraktionen, die sich hier irgendwie aufgesplittet haben, tatsächlich. Bis jetzt läuft das hier. Also, ganz ehrlich, Digga. Bis jetzt noch relativ friedlich. Ein, zwei kleine Grief-Versuche gab's. Bis dato echt relativ entspannt alles. Schauen wir mal, wie es morgen aussieht, Leute. So, Leute, eine Woche ist vergangen. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz, was sich auf diesem Server so getan hat. Und ich glaube, da hat sich einiges getan. Richtig. Es weiß ja auch tatsächlich niemand, dass wir hier sind, Leute. Okay, die Leute wissen jetzt schon, dass ich hier bin. Aber es ist nicht so schlimm, okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Spawn und schauen uns erstmal den Spawn an. Und damn, Leute, der Spawn ist nice. Moment. Okay, also der Spawn sieht auf jeden Fall krass aus, Leute. Dann haben wir hier einen Pillager, okay. Okay, hier wahrscheinlich dann das ehemalige Lager von Team Zuckerrohr, was komplett zergrieft worden ist. Okay, hier sehen wir auch noch eine Menge zergriefter Felder. Also sieht auf jeden Fall ganz nach einem Anarchie-Server aus tatsächlich. Hier ist eine riesige Farm. Hier vorne hat jemand angefangen, ein riesiges Haus zu bauen, ist aber niemals fertiggestellt. Dann haben wir hier eine Stadt. Moment mal, was? Wie kann es denn sein, dass... Also, was ist das hier? Ist das hier eine automatische... Habe ich da gerade... Ah ja, hier unten hat es eine automatische Kaktusfarm. Also Leute, ich hatte jetzt eigentlich mit was viel Schlimmerem gerechnet, weil hier baut sich basically einfach eine Stadt an der Grenze auf. Ihr müsst ja so sehen, Leute. Die Grenze hat sich ja jeden Tag um 250 Blöcke verschoben. Und scheinbar scheinen jetzt hier Leute einfach eine Stadt gebaut zu haben. Ja, das ist Shadowclaw, das ist Team Zuckerrohr hier. What the f***, Alter? Leute, keine Ahnung, Alter. Hier ist... tatsächlich auch eine Kapelle. Hier wird dann später die Hochzeit stattfinden onstream. Ah ja, okay. Leicht unangenehm, würde ich sagen, aber okay. Dann haben wir hier eine Brücke. Ah, Team Bambus ist es, nicht Team Zuckerrohr. Es tut mir leid, Leute, es ist Team Bambus, nicht Team Zuckerrohr. Team Zuckerrohr war das andere Team. Okay, also halten wir fest. Hier ist die alte Base von Team, hier wird ja wohl noch mehr sein, oder? Ich meine, also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass jetzt hier alles in riesigen Lava-Casts ist und... aber irgendwie scheinen jetzt hier tatsächlich alle Hacker miteinander zu spielen. What the f***? Also, I mean, how? Okay, hier hat sich auch ein kleines Dorf gebaut. Es ist ein Villager-Dorf, alles klar. Okay, ich sag nichts dazu. Los, Digga. Ich dachte gerade schon, hier hätten sich tatsächlich Leute angesiedelt im Wald. Das hätte ich sehr cool gefunden, wenn sich Leute hier solche kleinen Hütten gebaut hätten mitten im Wald. Das fände ich ultra geil, sowas. Leute, irgendwie, ich bin krass verwundert. Hier auch nochmal ein Village, was natürlich komplett gegrieft worden ist, beziehungsweise mehr oder weniger eigentlich nur, ja, alle Villager halt tot sind. Ansonsten geht es sogar. Die Felder sind natürlich abgeerntet. Aber Leute, also, ich hätte mit viel, viel mehr Zerstörung und viel, viel mehr Griefing gerechnet. Also irgendwie, ich bin ehrlich jetzt mit euch, ich hätte damit gerechnet, dass hier einfach alles kaputt ist, aber die Villages stehen sogar noch. Wie kann es denn sein? Moment, ist das hier normal oder hat das jemand so gemacht? Ist das in Minecraft normal? Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare, ich weiß sowas nicht. What the f***, Alter, wie kann es denn sein, dass wenn ich den Leuten wirklich keine Restriktionen gebe, sage, ihr könnt hacken, ihr könnt alles machen, ihr könnt tun, was ihr wollt, dass ihr dann einfach hier ein vernünftiges, funktionierendes Sozialsystem aufbaut? Das kann ja nicht sein. Ich glaube, es lag einfach an der Whitelist, oder? Vielleicht, wenn wir das nächste Mal keine Whitelist haben, okay, Leute, ich komme nicht klar, also... Ich bin komplett baff, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe es nicht. Haben wir Sky-Inseln? Ja, haben wir. Und zwar eine Menge. Okay, alles klar. Hier oben haben wir nochmal eine riesige Insel. Ja, okay, I see. Ansonsten Sky-Inseln jetzt eher weniger. Hier vorne nochmal die eine Base. Okay, ich bin gerade maximal verwirrt. Ihr merkt es wahrscheinlich selber, Leute. Ich hätte mit allem gerechnet, nur nicht damit. Also ich hätte damit gerechnet, dass hier alle Leute sich komplett auseinander griefen. Aber tatsächlich, ich meine, guckt euch das mal an. Die haben hier einfach eine Stadt aufgebaut? Hä? Und auch hier. Hier haben wir einen sahnesprühenden Sahnesprüher, oder? Was steht da? Das ist ein WTF, es ist Nut November. Alles klar. Ich meine, hier haben wir eine Burg, die ist nicht gegrieft worden. Ja? Nee, ist das Griefing? Ich weiß es. Ja, ich glaube, es ist gegrieft worden. Okay, alles klar. Wahrscheinlich haben auch einfach viele Spieler gequittet wegen dem Griefing, oder? Ich weiß es nicht. Also, ich bin gerade wirklich ein bisschen lost. Helft mir mal kurz auf die Sprünge, Leute. Hättet ihr das erwartet? Weil ich bin ganz ehrlich, ich hätte gedacht, dass hier einfach alles kaputt ist. Aber scheinbar
Hier wird gerade im Chat auch sogar gehandelt. Hä? Leute, ich habe gedacht, das ist ein komplettes Chaos-Ding hier, dass hier alles kaputt gemacht worden ist und, aber ihr habt einfach alle gechillt? Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht irgendwas Krasses übersehen habe. Falls doch, dann werden wir das gleich im Stream natürlich uns anschauen. Haben wir unter der Erde irgendwas? Vielleicht hilft das uns auf die Sprünge, Leute. Vielleicht ist einfach der Großteil der Spieler unter die Erde gegangen. Das kann ja gut sein. Ich meine, X-Ray war ja ein Ding. Alles klar, gut, hier haben wir mal wieder eine riesige Villager-Farm von... Wem sonst? Team Bambus, alles klar. Leute, es kann doch nicht sein, dass Team Bambus hier immer dominiert. Es muss da mal eine Counterpartei geben. Ich hatte hier gehofft, dass ich hier riesige Schlachten mit epischen Burgen und sowas, mit Hex und allem drum und dran, aber nichts? Gar nichts? Okay, Leute, das kann ich wirklich nicht fassen. Okay, hier haben wir wieder eine... Alles klar, okay, das ist leicht gruselig, das sieht auch gegrieft aus hier. Wow, das sieht krass aus. Okay, ich habe keine Ahnung, wessen Base das hier ist. Hier stehen noch keine Schilder. Hier sieht es auch einfach so aus, als... Schön, dass du hier bist, Trimax, wirklich. Hier sieht es einfach so aus, als wäre hier wirklich komplett gegrieft worden. Helft mir da auch mal kurz an die Sprünge. Vielleicht wisst ihr ja, von wem das hier ist. Ich würde sagen, wir lassen diese eine Woche... Oh, Akari! Geil! Moment, ist das hier etwa auch Team Bambu? Das ist immer noch deren Basis. Ich verstehe es nicht. Okay, Leute, ich werde das heute Abend... Okay, wisst ihr, was wir machen? Ich lasse mir das heute Abend im Stream alles mal von Romeox, der immer ganz aktiv hier gewesen ist, zusammenfassen. Wie gesagt, ich würde sagen, wir schauen uns heute Abend die ganzen Highlights mal on-stream an. Wie gesagt, der Stream läuft jetzt gleich ab 18 Uhr, damit wir erfahren, was hier abging. Hier sieht man auf jeden Fall ganz gut, dass hier ge-X-Rayed wurde. Hier hat sich jemand straight up nach unten gebuddelt, direkt zum Spawner hin. Lass uns das heute Abend mal ganz kurz in der kleinen Geschichtsstunde im Stream ausdiskutieren. Heute Abend auch im Stream die Hochzeit, Leute. Vorher gibt es, wie gesagt, ein paar Reacts und dann fangen wir so gegen 18.30 Uhr, 19 Uhr mit Minecraft an. Hier vorne hat sich jemand nochmal eine kleine Base gebaut. Relativ süß und schnuckelig. Ganz cool eigentlich. Alles im Allen bin ich wirklich leicht verwirrt. Keine Ahnung. Also irgendwie hätte ich da dann doch gedacht, dass deutlich mehr passiert. Aber okay, Leute, ihr habt so gespielt, ihr habt so gemacht. In dem Sinne, meine Freunde, wenn ihr Bock auf mehr habt, wie gesagt, checkt gleich den Stream aus. 18 Uhr fängt's an, 19 Uhr fangen wir mit Minecraft an. Vorher ein paar Reacts für Revi-Gänge, wisst Bescheid. Falls ihr Revi-Gänge noch nicht abonniert habt, der Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Und hier hat sich jemand ein Haus gebaut. Darauf bin ich stolz. Das Haus ist zergreift worden, das finde ich nicht gut. Okay, wir sehen uns heute Abend, meine Freunde. 18 Uhr im Stream. Und wie gesagt, falls ihr mal Bock habt auf einen kompletten Community-Server, der ein bisschen länger läuft als hier, ja, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, dann machen wir das nämlich mal. Lassen wir mal einen riesigen Anarchie-Server mal für 3-4 Monate laufen oder sowas, Leute. Kriegen wir hin, ohne Whitelist, mit Q einfach dabei. Und dann schauen wir mal. In dem Sinne, macht's gut, haut rein, bis dann, ciao, ciao.